Postul public de televiziune ZDF din Germania a difuzat un clip în timpul unei emisiuni pentru copii în care cei mici primesc explicații pe înțelesul lor despre corupția din România și despre protestele antiguvernamentale din țara noastră. Imaginile următoare nu mai au nevoie de niciun comentariu. Corupțion gibt es in Rumänien fast überall. Zum Beispiel im Krankenhaus. Wenn man da zum Arzt geht, wird man zwar untersucht, aber viele Ärzte verlangen für eine besonders gründliche Untersuchung extra Geld. Solches Geld nennt man Schmiergeld. Menschen, die für die Stadtverwaltung arbeiten, Polizisten und sogar Richter fordern für bestimmte Leistungen extra Geld, das sie heimlich einstecken. Und es kommt noch schlimmer. Auch viele Politiker, die ja eigentlich für die Menschen im Land etwas erreichen sollen, nutzen ihre Position aus, um Schmiergelder zu verlangen oder andere Vorteile für sich herauszuholen. Korruption ist nicht fair, finden auch die Menschen in Rumänien und gehen deshalb auf die Straße. Sie verlangen, dass mehr gegen Korruption getan werden muss, gerade von den Politikern.